Ja, hallo, Kurt Süßer hier, heute wieder mit einem neuen Tool, das ich kurz vorstellen möchte, nämlich Padlet, das Online-Brett nenne ich das. Und zwar ist es hier ganz einfach möglich, auf einer Seite Inhalte hinzuzufügen und das Ganze eben mit anderen Leuten in Echtzeit. Manche Leute haben ja schon was hinzugefügt. Man braucht hier nur einen Doppelklick machen und schon kann man hier zum Beispiel mit Namen und Text etwas hinzufügen, ich hatte kurz eine E-Mail, eine Internetadresse hinzufügen. Und das Tolle ist, diese Texte sind frei bewegbar, also man kann die herum bewegen und man sieht auch, man ist da nicht beschränkt auf irgendwelche Größen, sondern man kann dieses Padlet beliebig vergrößern. Ich habe hier auch noch ein PDF-Dokument hinzugefügt und das Tolle ist, man sieht hier nur die Vorschau. Man braucht eigentlich nur auf dieses Dokument klicken und schon wird dieses PDF in einem Fenster, eigenen Fenster dargestellt und so habe ich eigentlich die Möglichkeit, sofort die Dokumente zu lesen und brauche die nicht downloaden. Das gleiche geht natürlich auch mit Bilder. Man sieht auch hier sind einzelne Bilder und dort oben, rechts oben, klicke ich gerade durch die einzelnen Meldungen. Sehr, sehr praktisch, weil alles an einem Ort gespeichert ist. Was kann man mit dem Padlet noch alles machen? Aber ein bisschen gespielt. Also es gibt, weil ich da jetzt angemeldet bin, habe ich verschiedenste Padlets schon ausprobiert. Man kann diese Padlets auch teilen in den Standard sozialen Netzwerken, sehr, sehr praktisch. Man kann sie auch exportieren, was sehr praktisch ist, wenn man das Ganze dann finalisieren möchte und dann zum Beispiel ein PDF braucht. Auch RSS-Feed ist möglich, man kann es auch drucken und einbetten, wie das eben auf meiner Homepage gemacht habe. Vielleicht noch interessant für den Einsatz in der Schule und ich glaube, da ist sehr viel Potenzial drinnen, auch hier ist die Möglichkeit, das Ganze mobil zu nutzen und dank QR-Code kann man das ja ganz schnell einscannen und auf den Smartphones verwenden. Okay, was gibt es sonst noch für Möglichkeiten? Ein paar optische Dinge. Man kann verschiedene Hintergrundbilder verwenden, verschiedene Basic-Infos ändern. Also hier zum Beispiel die Hintergründe, kann aber eigene Hintergründe auch hochladen. Man kann das Layout einstellen, also zum Beispiel jetzt ist alles frei, man könnte das Ganze auch in einem Stream machen, das heißt, was ist als erstes, als zweites und so weiter, beziehungsweise als geordnetes Grid, um somit ein bisschen mehr Übersicht reinzubekommen. Aber ich glaube, das Ganze schaut schon mal sehr, sehr praktisch aus. Die Handschrifteingabe funktioniert leider noch nicht. Wäre natürlich noch ideal, wenn man da jetzt auch mit einem Stift was schreiben könnte. Ich habe es leider noch nicht gefunden. Aber für einfache Dinge ist so ein Padlet sicher sehr, sehr praktisch und nutzbar, gut einsetzbar. Ich denke zum Beispiel jetzt bei gewissen Fortbildungen werde ich das einfach als Austauschplattform schnell verwenden. Schauen wir uns noch kurz in das Backend rein. Schauen wir da kurz noch rein. Da gibt es eben ein Dashboard, wo man verschiedenste Dinge einstellen kann. Ich habe da ein paar Padlets erstellt. Das Interessante ist, man sieht auch, wer mitgearbeitet hat, okay, da waren keine angemeldeten Personen, die zurzeit an meinen Padlets mitgearbeitet haben. Aber, und das ist eben das nächste Interessante, man sieht hier einen Menüpunkt Files und da werden alle Dateien gespeichert, die irgendwo in meinen Applets vorkommen. Also sehr, sehr praktisch, weil ich hier eine eigene Dateiablage habe und ich brauche mich eigentlich nicht kümmern, in welchem Padlet das Ganze ist, sondern ich kann direkt drauf zugreifen auf das Dokument, die sie in den verschiedenen Padlets abgespeichert habe. Links, auch wenn man Links eingefügt hat, ich habe da zum Beispiel Links zu einem GeoGebra-Applet eingefügt, auf einem Padlet werden hier auch gesammelt. Schauen wir uns das vielleicht noch kurz an. Da haben wir kurz begonnen mit einem GeoGebra-Workshop Padlet. Und das Tolle ist, es funktionieren eben diese Links auch in diesem Pop-up-Fenster, also wenn ich da jetzt auf diesen Link draufklicke, wird sofort ein Fenster geöffnet, wo eben in dem Fall zum Beispiel von GeoGebra Tube etwas eingebettet wurde. Und das ist eigentlich genau diese Funktion, die ich von OneNote erwarten würde oder die mir bei OneNote noch abgeht, dass ich einfach auf einen Link klicke und dann erstellt sich sofort oder kommt sofort ein Pop-up und ich kann dann mit interaktiven Materialien sofort arbeiten. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ob das Ganze auch mit YouTube funktioniert, denke aber schon. Und somit habe ich wirklich einen Platz, einen Ort, wo alles zusammengesammelt werden kann. Die Einsatzszenarien sind sicher vielfältig und ich glaube, gerade in der Schule kann man da
wirklich interessante Dinge gestalten. Ich werde das ein bisschen ausprobieren. Jetzt sind aber mal Ferien angesagt. Und dann werden wir sehen im Herbst, in welchem Bereich das zum Einsetzen ist. Ich denke aber, gerade als Schüler kann man hier wirklich ganz schnell Dinge zusammensammeln. Und wofür ich sicher einsetzen werde, ist als Arbeit, als Einleitung, als Einstieg in ein Thema oder als Sammlung, als Zusammenfassung für ein Thema. Gut, soweit zu Padlet. Das Ganze ist kostenlos, schaut also sehr, sehr praktisch aus zum Einsatz in der Schule. Man braucht sich nicht anmelden, wenn man sich eben aber anmeldet, dann hat man eben dieses Backend, das man, glaube ich, ganz, ganz toll und gewinnbringend einsetzen kann. Soweit, so gut. Einen schönen Tag noch.